Ach so, ja gut, vielen Dank, Bananas. Dann ist ja alles hammergeil. Bin dann wieder weg, tschüss. Hey, warte mal, Son Goku. Was ist denn los, Meister Kai? Stimmt irgendwas nicht? Hey, wo ist die versprochene Fertiggerichte? Oh. Ah, hab ich ganz vergessen. Und tschüss, ich bin beim nächsten Mal mit. Yeah. Hey, warte mal. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich Mittagessen nicht ausgelassen heute, Mann. Verarscht. Ja, und zurück bitte. Hat mir gereicht. Ich flieg mit der Zeitmaschine in die Gegenwart. Lalalalala, ich bin so smart. Und ein bisschen aufgedreht bin ich heute auch, habe ich das Gefühl. Ich weiß gar nicht, wie so. Nun ja, so. In der Gegenwart Community checken. Gut, ich meine, Meister Kaio ist auch hier drin. Es wird also Sinn ergeben. Wahrscheinlich ist Meister Kaio auch der Einzige, mit dem er harmoniert. Also, mit Son Goku vielleicht auch noch. Ich hau ihn erstmal hier rein, um zu sehen, was passiert. Generell zu gucken, was er für Status er hat. Nee. Zack. Hau rein. Oh, kein Bonus. Das überrascht mich. Doch, Tatsache. Nur Meister Kaios Plan. Aber guck dir einer an. Ich meine, 25 beim Training. Besser geht es nicht. Und dann noch ein Bonus mit dem einzigen. Das heißt, Meister Kai mit anderen auch Boni, oder? Aber nicht mit vielen. Tja. Und eigentlich müsste ich theoretisch auch die ganzen Kaios hier reinholen. Denn anders habe ich keine Chance, deren Bonus zu nutzen, weil Meister Kaio kann ich ja nicht transferieren. Aber ich habe die ja bei Götter drin, nehme ich an, ganz stark. Und die haben bei Training ja nicht wirklich viel, ja. Aber, ja, ich meine, es sind Götter, die müssen vielleicht auch nicht trainieren, ne? Ich meine, ich weiß es nicht. Ja, wurscht. Jedenfalls sind die da, wo die jetzt sind, schon ganz gut eigentlich untergebracht. Hoppala. Wie fährst du bei Training? Du bist doch ausgereizt schon, okay. Dann kann ich ja prinzipiell Nail hier auf jeden Fall rausnehmen und Bananas reinstecken dafür, der ja auf jeden Fall besser wird. Zumal er ja auch mit Leuten Boni hat, die inzwischen gar nicht mehr drin sind. Piccolo schon, aber das reicht ja nicht aus für einen Bonus. Ja komm, dann hole ich jetzt ihn raus. Papp ihn, keine Ahnung, hier mit rein. Warte. Achso, ich wollte Piccolo auch noch dafür. Ja gut, okay. Shenlong hat mit wem Bonus? Mit gar keinen von denen hier. Dann mache ich jetzt so. Würde ich den da hinpacken? Das ist ja Dende, ne? Dende, mit Dende hat er keinen. Doch. Nee, warte. Ach so. Da ist der alte Gottreich mit drin, bei dem zweiten Bonus. Das macht es ein bisschen komplizierter mit der Anordnung. Wobei natürlich. Doch, hier ist auch ein Bonus mit Meister Popo und dem Typi. Ah! Ihr macht mich kirre. Wie mache ich das am besten? Wenn ich alle Boni haben wollen würde, wohlgemerkt. Das will ich ja. Schaffe ich auch gar nicht. Der muss aber Meister Popo sein. Und der Rest müsste ich dann da drunter anreihen, oder was? Oder hat Dende mit Gott was am Laufen? Ja, und zwar auch 1:1. Ist aber nicht so dramatisch, weil der Bonus läuft ja hier rüber. Aber Piccolo wahrscheinlich sowieso nicht reinkommen wird, mal davon abgesehen. Dann ist das ohnehin hinfällig. Bis dahin kann ich es eigentlich auch lassen, wie es ist, aber nur so. I'll do my best. Ja, der Bonus ist wieder da. Wunderbar. Aber ich glaube, es ist. Nee, es geht aber nicht. Egal, was ich mache, Dennis muss ja da dran sein. Und die Kette wird ja unterbrochen durch Gott. Die zweite von unten. Und er braucht in dem Fall. Ja, es geht so oder so nicht, alle zusammenzukriegen hier. Ich weiß nicht, solange ich ihn mit Meister Popo verbinden möchte. Mister, nicht Meister. Kann ich machen, was ich will. Das funktioniert nicht. Hoppala. Oh, der Pickel war gerade zu doof. Kann natürlich auch sein. Warte, ganz kurz mal gucken. Ich gucke noch einmal ganz kurz, ob ich irgendwas verpasst habe jetzt hier. So, die beiden zusammen, ist klar. Aber er muss mit. Ja, Piccolo muss auch mit. Wenn Piccolo schon mal hier ist, müsste er auch mit Gott zusammen sein irgendwie. Für diese Nail-Geschichte. Und das haut dann schon mal nicht hin. Dadurch ist es nämlich verwurstelt. Tja. Aber dann würde ich halt die Dame Kanonen nehmen für den größeren Bonus.
Was auch leichter zum Hinstrukturieren wäre, tatsächlich. Und hier geht's auch weiter. Ach, siehste. Ach, warte, das ist hier verbunden. Das ist ja hier verbunden, sehe ich gerade. Oh, warte. Neuer Denkansatz. Dann könnte es vielleicht doch funktionieren. Piccolo, Nail, alter Sack, klar. Dann hau ich Piccolo hier. Nee, geht trotzdem nicht. Piccolo dahin schön und gut. Dann muss ich aber Nail da auch hinhauen. Und dann haut das doch wieder nicht hin. Mit der Reichweite. Wobei, nee, er hat damit gerade gar nichts zu tun, denn Nail. Doch, hat er auch. Oh, Mist. Ich bräuchte noch einen Amerikaner. Aber das haben wir nicht. Dann könnte es funktionieren. Das ist ein zu lang dafür. Aber ich habe ja tatsächlich diese Verbindung nicht gesehen. Gerade hier diesen einen Strich, wo ich gerade lang fahre. Doch hier wäre Schluss gewesen. Aber nein, es geht theoretisch ganz rum. Tja, aber wie gesagt, so oder so, das ist eins zu lang. Ist aber auch nicht so super dramatisch jetzt. Ist es halt nicht. Wie gesagt, ich würde so oder so den dicken Bonus nehmen, wenn dann. Und nicht diesen Dreier-Bonus, sondern den fetten Vierer-Bonus von den Vieren. Das ist mir, wäre mir theoretisch wichtiger, wenn es dann soweit kommen sollte. Wenn. Aktuell Piccolo noch beim Training, weil er auch hier sehr gut dabei ist. Und nicht bei Götter. Wobei er bei Götter auch nicht schlecht dabei ist, wenn er das hochgelevelt bekommen wird. Aber hier ist halt auch wichtig, das tatsächlich auch hochzuleveln, früher oder später. Ne? Das wäre mal ganz nett. So, jetzt aber endlich mal hier reinsetzen, das gute Bananas-Freundchen. Flump. So, jetzt bin ich kaum schlechter als vorher und kann den noch ordentlich nach oben steigern. Hab ich zufälligerweise was für Training? 6 habe ich hier. Das ist das Einzige, was ich habe für Training. Aber dafür bin ich ein paar Mal. Mist, das war Z-Krieger. Ich bin auch doof. Training habe ich nur einmal. Mist. Egal. Trotzdem besser als vorher. Ich kann alles Trainingsbonus-Dingens mehr. Gott, Krieger. Kochen, Gott, Z. Nee. Meine Güte. Ich brauche mehr Zeug. Und ich bin auch relativ kurz davor, die Grenze zu sprengen da oben. Ah, ich drehe euch. Hätte ich jetzt hier noch einen gewissen Ginyu, dann wäre ich damit durch. Wahrscheinlich. Durch den krassen Bonus da. Ich meine, ich bekäme hier verdammt nochmal 5 Punkte. Wahrscheinlich pro Person dazu. Um dann nochmal 1 Punkt pro Person. Also fast 6 Punkte pro. Also da ja die Punkte auch mal doch einzeln zählen dann beim Bonus. Bekäme ich hier. Unterschlagen. Ich unterschlage einmal 1-2 Punkte. Bekäme ich hier auf jeden Fall 30 XP nur durch den Bonus dazu. Das wären 30 mehr als jetzt und dann wäre Ginyu nochmal stärker, auch auf 25. Gut, dann wäre ich plus minus 0 fällig mit jetzt. Also, was ich da oben habe, plus 35 halt, plus 30 halt. Aber ich kann ja die immer noch steigern, theoretisch, im Level. Also, Ginyu würde mir den Schlüssel des Sieges geben hierfür. Und wie gesagt, ich habe ein paar Punkte unterschlagen, also ein paar mehr sind drin. Es wird sehr knapp, wenn Ginyu dabei wäre. Aber wenn ich ihn auch noch oben powere auf 25 und keine Ahnung, das geht dann auf jeden Fall. Das ist sehr dicht vor den 100% XP-Bonus-Geschichten, aber wo bekomme ich Ginyu her? Das ist jetzt die Frage. Ich brauche Ginyu. Bananenblues. Kranichschule ist natürlich definitiv nichts, wo ich jetzt Ginyu finden könnte. Ich glaube, ich gehe hier einmal zur Unterbrechung. Das passt schon. Ja, ja, läuft. So, in die Vergangenheit und danach zurück in die Zukunft irgendwann. Okay, okay. Ich brauche dringend Captain Ginyu. Ich habe auch keinen Plan, wo ich ihn nachher finden kann. Ich meine, theoretisch müsste ich ihn ja, jetzt halt finden können. Aber, ach, was weiß ich. Komm. Was ich aber auch generell brauche, ist ein paar mehr Sachen für, ein paar Sachen, damit ich hier meine Trainings-Community überhaupt nach oben steigern kann. Items für mich auch gerade ganz schön. Aber ich sollte vielleicht mal den Dragon Balls sammeln. Und, ich habe vor allem freigeschaltet gerade, dass ich in dem Story vorher gar nicht da gewesen wäre, als ich original hier war. Weil, ich meine, die wird mir hier ganz offen angezeigt. Die hätte niemals verpasst damals, oder was? Da ist ein Dragon Ball. Schon wieder. Test. Ob der gleich wieder da ist oder ob die Anzeige fehlt, müssen wir gleich gucken. Auf jeden Fall. Jedenfalls so oder so. Nee, will ich nicht.
Müssen wir Dragon Balls suchen, wie gesagt, damit ich mir die Items freischalten kann, vielleicht. Das ist echt gespannt, ob da hier einer ist oder. Ui. Tatsache. Komisch, da ist ja aber weggeploppt vorhin. Und natürlich bin ich jetzt gespannt, ob ich es auch in die Zukunft mitnehme, diesen Dragon Ball. Wäre eigentlich auch Käse, wenn es fast gehen würde. Würde mich natürlich freuen, wenn es geht, aber es wäre Käse. Aber wie gesagt, das stört mich ja nicht. Aber ich weiß auch gar nicht mehr genau, was man jetzt bei Dragon Ball wünschen bekommt für Items. Na klar, ich würde mir wertvolle Items wünschen, das ist selbstverständlich. Und natürlich, ich meine, ich muss mir ja dann alle Wünsche extra wünschen. Ich muss ja alles wünschen, was ich da habe. Ich habe nur drei. Geld. Items und noch irgendwas gewesen. Was war das andere? XP vielleicht? Keine Ahnung. Ich glaube, das war es wahrscheinlich. Hallo? Geht bestimmt ein paar XP, oder? Naja, ich habe ja... Ich brauche ja auch. Hier, komm. 20 oben drauf, nur für ihn. Lohnt sich eigentlich gar nicht. Naja, was soll's. Hallo, liebe Kranich-Leute. Yeah. Ja, ja. Rotzbengel, blablabla. Ja, angetroffen, Lösungen für alles. Denn was? Kraft? Oho. Frau Son Gohan. Okay. Ich kenne die Typen. Ist ärgerlich, oder? Schildkröte. Ja, gute Frage eigentlich. Wieso ist das so? Meister Shen, wie er gar nicht heißt. Kranich-Schule schließen muss. Oha. Hallo, was macht ihr da? Wer bist du? Son Gohan. Was meint ihr? Wohl, wer ich bin, hä? Na, kennt ihr mich noch? What? Ja, ich bin gewachsen und ich habe jetzt blonde Haare. Ich gehe mit der Zeit, ich bin voll im Trend. No way! Unmöglich, du bist ihm gar nicht ähnlich. Huh? Ja, stimmt, aber ich bin's trotzdem. I won't let you. Aha, habt ihr was vor, ne? Nee, nur Geschäfte diesmal. Ein dummes Kind würdest du nicht erkennen, ist ja ganz klar. Was? No. Na, warte. Ach komm, kämpfen, yeah. Ja gut, kämpfen. Doch. Okay, nachgedacht, Schluss vom Kranich-Schul zu reformieren, verstehe. Mhm. Ach, als ob. Tja. Aha. Was ist denn giftig, Horror? Ob das ernst gemeint ist? Ach so. Ich soll für euch jetzt ein Kranich-Schüler sein, ja? Ihr glaubt das doch wohl selber nicht. Okay, danke. Yeah. Postus-Attentat, das ist ja super. Ja, komm, erzähl. Was ist kaum? Es sind 50.000 XP mehr als bei Bananas vorhin. Und das war in der Story sehr viel früher gewesen. Nebenstory für Erwachsene. Okay, krass. Ich bin noch gar nicht erwachsen. Naja, was soll's. Also, im Vergleich schon lächerlich irgendwie die XP. Okay, mach mal, aber ich kann nichts versprechen. Yeah. Ja, pass auf. So. Blabla. Blabla. Nee, die kommen nicht mehr zurück. Schildkröten, ja, viel weniger wie dich. Ich bin nicht bei der Schildkröten. Siehst du, meine ich doch. Ah, okay. Ja, du vor allem. Echt jetzt? Ja. Habe ich die beiden schon als Community-Leute? Ich glaube nicht, oder? Dann krieg ich die jetzt erst. Oh, bestimmt paar alte Männer. Erwachsen, wollte ich sagen. Okay, Mutoroshi ist wieder als Lieben, blablabla. Essen. Da sieht man ja gar nichts. Fotoball mit Frauenbildern, okay. Ja, die neueste Ausgabe. Hauptsache, du hast gekauft. Okay, was sagst du dafür? Kriegst du und du machst mit. Botanisches Lexikon, ja, super. Was? Bist du verrückt? Schau dir mal die Kurven an. No. Gar nicht. Nee, richtig. Papa nicht, du nicht. Okay, jetzt wollen sie kämpfen, wa? Jetzt hört er vor allem ab, ist auch schön. Natürlich. Holt euer Robokämpfer. Das ist das gleiche wie immer. Mann, die werden bestimmt stärker als ihr sein. Das glaube ich. Ja, sind die hässlich Farben. Naja, das ist alles Zauberbeiß hier, ne? Mann, ich verstehe, dass die selbst nicht kämpfen können, weil die so schwach sind. Ich hab keine. Na, muss ich jetzt so machen. Hilft ja alles nicht. Oh. Autsch. Ich nehme Schaden. War ein Scherz. Tue ich nicht wirklich. Bam, 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 bam. Wie schwach meine Kiergriffe sind. Das ist meine Schläge so stark dagegen. Unglaublich. Hammer XP. Vielen Dank. Hat sich gelohnt für mich. Na? Habt ihr, was ihr wolltet? Gut. Fein. Jetzt sind sie weg, ne? Und... ja. Beweg dich doch nicht. Ist doch egal. Ja, hau doch ab. Idiot. What? Why you? Ja, ich bin super stark. Ich gehöre nicht zur Schildkröten-Schule, Mann. What? Was zu welcher denn? Gar keine. Ich bin die Piccolo-Schule.
Was? Piccolo? Was? Wo kommt der jetzt her? Alter Sack. Ja. Ja, alter Sack bin ich wirklich, hat er gesagt. Ja, ja, Dogman, okay. Okay, Dogman, was auch immer. So ein Quatsch hier, komm. Blabbel nicht. Ja, ja. Komm mal, verdammt. Na, okay. Und tschüss. Und jetzt ist dein Bruder Spieler tot, oder was? Das gibt's doch nicht. Super tolles Buch für Erwachsene. Ja.